Zurück in einem neuen Video und ja, ihr habt es euch wirklich gewünscht, dass ich ein Video über Bisasam mache, ja. Was so meine Meinung zu diesem Pokémon mit der Numero Uno ist, ja, im nationalen Pokédex. Ich glaube, so jeder weiß, es ist der erste Pflanzenstarter gewesen mit Typ Pflanzegift, ja. Und was halte ich von diesem Pokémon, ja? Es war natürlich die erste Generation. Jeder hat natürlich Glumanda genommen. Oder Shiki halt, ne, ein paar. Aber Bisasam ist da irgendwie so außen vor gewesen. Und wollte ihn halt einfach niemand, sagen wir es mal so. Also da gab es ein paar Fans, aber ich muss wirklich sagen, erst mit den letzten Jahren ist die Fanbase von Bisasam und der ganzen Entwicklungsreihe sehr, sehr groß gestiegen. Ich weiß nicht, woran das lag. Entweder weil der Hass von Glumanda bzw. Glurak immer größer geworden ist, weil es halt extrem bevorzugt wird, wie Mewtwo auch. Ja. Oder dass halt durch die Mega-Entwicklung, die mit X und Y reingekommen ist, das Pokémon halt ein anderes Ansehen bekommen hat bei den jüngeren Fans der Reihe, ja. Und ich kann euch sagen, was ich von Bisasam halte. Ich liebe es, ja. Ich mag Bisasam wirklich, ich mag das Design. Und es war auch mein Starter in der ersten Generation, ja. Also das kann ich euch auf jeden Fall dazu sagen. Also ich mag es halt wirklich sehr. Wie auch die ganze Entwicklungsreihe, ja. Ich mag es einfach und ich hab's in Herz geschlossen und ich liebe es. Und ich bin ganz ehrlich, ich, also wenn man mich kennt, ja, ich habe nie so richtig extrem Pokémon-Videos auf diesem Kanal gemacht. Wird nachgeholt, Porygon Z ist in Planung. Und wie gesagt, ihr könnt auch andere Pokémon in die Kommentare schreiben, da werde ich auch meinen Senf zu geben, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal vor, die ersten Starter ranzunehmen. Ich hasse ja nicht Glumanda, so ist es nicht. Ich werde da auf jeden Fall auch ein Video drüber machen, auch über Shiki hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Schreibt eure Meinung zu Bisasam in die Kommentare. Und ja, noch einen schönen Tag und genießt die Welt in Animal Crossing, beziehungsweise nicht in Pokémon Schwert und Schild, nämlich in Let's Go, Evoli, beziehungsweise Pikachu. Und dann, ciao Leute, noch einen schönen Tag und...